Und schon wieder zurück bei Red Dead Redemption 2. Und der gute Arthur sitzt da gerade noch so entspannt am Stein herum, aber das wird sich jetzt ändern. So, schon ist er wieder erwacht und ich muss gestehen, ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher, wo ich zuletzt dran war. Das ist so furchtbar. Ich glaube, wir waren dabei, Aufträge zu erfüllen. Ich habe jetzt zwischendrin auch nicht weitergespielt, sondern ich hatte einfach keine Zeit und keine Gelegenheit dazu. Ich würde so gerne so viel mehr von diesem Spiel hier spielen, aber ich komme einfach nicht dazu. Ich glaube, wir wollten schlafen, oder? Ich glaube, wir wollten schlafen und dann was essen. Und dann, oder wir essen zuerst was. Komm, wir essen zuerst was. Ich habe mich darauf hinweisen lassen, dass wir wirklich, wirklich, wirklich ein wenig ausgehungert sind. Was essen wir denn? Kekse? Kekse. Om nom nom nom. Lecker. Kekse. So, und dann nehmen wir einfach mal das Bett. Und wir schlafen bis Mittag? Naja, er ist ein Cowboy. Er ist ein Outlaw. Outlaws dürfen bis mittags schlafen. Das ist Gesetz. Och ja, es ist ja gut. Es ist immer wieder das Gleiche. So, und ich habe mir vorgenommen, ich versuche mich mal ein bisschen an humanere Aufnahmezeiten zu gewöhnen. Das heißt, nicht mehr diese Stundenfolgen, die sich wahrscheinlich kein Mensch mehr angucken kann, weil es einfach zu viel ist. Sondern ich versuche mal wieder so bei 30 Minuten ungefähr zu bleiben. Ich denke mal, das ist dann für viele Leute, die durchaus interessiert sind, aber einfach nicht die Zeit haben, das alles anzugucken, ein bisschen einfacher als diese ewig langen Folgen. Dutch, schön, dich zu sehen. So, ich überlege gerade, was wollten wir tun? Wir hatten hier hinten noch, stimmt, wir hatten José. Was ist denn hier? Ach, Black Bell ist da. Das ist doch die Dame, die, na, ihr erinnert euch, ich erinnere mich auch. Das ist die Dame, die wir aufsuchen mussten wegen diesem Typen da, wegen, ja, alle Namen vergessen. Reverend Swanson. Unten beim Bahnhof am See etwas gefunden hat. Weißt du was, wir machen einen kleinen Ausflug zum See. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Das reimt sich sogar. Wir machen einen Ausflug zum See, das ist eine gute Idee. So. Hier ist unser Pferdchen. Erstmal gucken. Pferdchen, alles gut. Pferdchen, alles gut. Wird einmal gestriegelt. Ja, du bist ein Guter. Nein, eine Gute. Ist ja eine Gute, kein Guter. So. Dann wird nur einmal hinterher gestreichelt. Okay, Girl. Wir sind ein gutes Team. So, auf geht's. Jetzt scheuche ich dich. Nachdem ich dich gestreichelt und gestriegelt habe, scheuche ich dich erstmal den nächsten Berg runter. Ja, darauf wird's hinauslaufen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, und ich wollte ja mal ein paar Missionen machen. Also, natürlich macht's auch Sinn, jetzt schon quasi zwischendrin hier rumzulaufen und zu jagen und Nebensachen zu machen. Aber ich glaube, gerade am Anfang, um auch in die ganzen Dinge reinzukommen, ein paar Missionen machen, wird nicht schaden. Meine Waffen habe ich bei mir, oder? Ich muss mal gerade gucken. Wir haben die doppelläufige Flinte, den Bogen, den Repetierkarabiner, das Springfield-Gewehr. Sehr gut. Alles mit dabei. Nur falls... Ich könnte ja eigentlich, falls hier immer irgendwo... Was ist denn da hinten schon wieder los? Kommt da schon wieder... Kommen da schon wieder O'Driscolls? Der hat gerade auf dem Weg einfach umgedreht und das macht mich immer schon skeptisch. Howdy, Partner. Okay, es ist kein O'Driscoll. Das bedeutet, wir können weiterreiten. Oh. Das beruhigt mich ein bisschen. Sehr gut. Hey, hey, this way! You gotta help me out here, mister. Can you? Please? I've been on the run for days now. If you could help me with these shackles, I just might have a chance. So how'd you end up like this? Just shoot the damn chains already, come on! Wieso ist er denn? Just shoot the chains off, please! I'm done for otherwise! Ich würde gerne erstmal wissen, warum der gefangen genommen wurde. Weil ich befreie doch hier nicht einfach irgendwen. Wo sind wir denn hier? Come on, do it! Sag mir mal erst, was los ist. Ich kann nicht fragen... Alright, you ain't gonna help? Fine. I'll find somebody who will. You tried to get those off yourself? Are you seriously asking me that? Get out of here.
Ich bin irgendwie skeptisch, sollen wir den laufen lassen? Ich meine, am Ende ist es wahrscheinlich nur ein armer Tropf, so wie der Arthur selbst, der nun mal in gewisse Dinge reingerutscht ist und da jetzt, naja, jetzt versucht hier quasi wieder wegzukommen. Aber ich bin mir gerade sehr unsicher. Wo läuft er denn hin? Was will er denn da vorne? Da ist niemand. Da ist niemand, der ihm helfen kann. What do you want now, huh? Why don't you just leave me alone? Ich würde gerne wissen, warum du gefangen genommen wurdest. Das wäre mir eine große Freude. Look, I get it, all right. At least give me some peace. Ich soll ihm Frieden geben? Hey, what the hell? Get away from me! Na gut, der Arthur ist auch kein kaltblütiger Mörder. Also zumindest der Arthur, den ich im Sinn habe, der ist kein kaltblütiger Mörder, sondern der macht das dann schon, wenn, dann mit Sinn und Verstand. Ich bin mir irgendwie sicher, wir werden den nochmal wieder treffen. Ich bin skeptisch. Vielleicht hätte ich auch einfach die Fesseln durchschießen sollen. Das wäre aber das... Hat er mich gerade angeknurrt? Ich glaub's ja wohl. Nein, es war ein Fuchs! Das muss ich rausschneiden. Das muss ich rausschneiden. Das kann ich so nicht lassen. Der Fuchs, ich will keinen Fuchs töten. Ich hab nicht gesehen. Ich dachte, das wäre irgendwie so eine Wildkatze oder so. Ich hab keinen Fuchs. Oh, das tut mir gerade so leid. Dieses verdammte Spiel. Immer wenn ich es anschalte, habe ich nur Schuldgefühle und nichts anderes. Ich überlege gerade tatsächlich zu laden. Ich kann das so nicht stehen lassen. Ich meine, ja, ich weiß, ich muss... Im Grunde muss ich alle Tiere mindestens einmal töten, um dann die Erfolge freizuschalten und so weiter und so fort. Ja, aber doch kein Fuchs. Okay, wir lassen es einfach mal. Wir tun so, als wäre das nie passiert. Wir tun so, als wäre das niemals passiert. Da rammt er einfach mal die Tür auf. What's the hold up? Mr. Morgan, I took your advice, sir. I took your advice. Then your god has finally deserted you. What you talking about? I took your advice, sir. I have removed myself from Morpheus's embrace. No more shall I sink, sir. I'm free. I am free. You don't seem free, friend. You seem drunk. Sit down, Reverend. We ain't finished. You ain't finished. Look at him, he's finished. None of us forced liquor down his throat. Friend, I just want him to play. Now, firstly, we ain't friends. Don't make no mistake on that subject. Now, secondly, he can't hardly see, let alone reason. Now, reasoning ain't never been one of my strong points neither, but seeing I do just fine. You want to step outside or deal with business here? I just want him to finish the game. Why can't we all just get along? These are good men, Arthur. They're children of God. They are children of God. How's about you playing his place, huh? That seems fair. Fair? Sure. You want a game? Och, wisst ihr was? Sure. I'll play a few hands. Well, sit yourself down then. I'm Luther. This is Marvin. Okay, pass auf. Ich weiß normalerweise, wie man Poker spielt. Being gentlemen about this. Same goes for you. Was haben wir denn da unten? Big Blind? You two know each other anyway. Small Blind. Mit $1.20 geht er rein. If you don't mind me saying. We go a long way back. And now you're his chaperone? I guess it's something like that. Can we play? Eine 10 und eine Königin, das ist nicht wirklich... Wir müssen uns aber erstmal die Karten angucken, die da kommen. Mitgehen. I think he used to be. He's drifted a little in recent years. Life is a challenge to all of us. Oh, noch eine Königin. Das bedeutet, can you imagine wir hätten schon ein Pärchen. If he could stand up. Und wir setzen mal 10 Cent. Day, he turned water into whiskey, and I don't remember much after that.
He's a decent fella going through a bad time. Das gefällt mir schon wieder gar nicht. Disrespect him again and you'll find yourself in a bad time too. All right, all right. Just trying to have a little fun here. It is a game after all, mister. I'm a play slow. Come on. At least make it interesting. Die setzen beide was. Ja, und damit sind wir doch eigentlich, pass auf, ich setze jetzt mal richtig 20 Cent. 20 Cent, komm her. How about that? Somebody put on his big boy pants this morning. Have a look at these. Hardly a big finale from me. Big pile of nothing. Damn it. Yes. 1,14 Dollar gewonnen. Eine von 5 Pokerhänden gewonnen. Aber ich will jetzt nicht, ich will jetzt hier auch nicht ewig weiterspielen. Wir können jetzt Poker spielen. Wir haben die Glücksspielherausforderung freigeschaltet. Für weitere Informationen. Nee, komm, jetzt ist gut. Gentlemen, this is getting too rich for me. Sit down. Oh, I'm done, friend. It's been a real education. Come on, Rip. Where is he? Where'd he go? Who? The Reverend. Where it? Excuse me, gentlemen. Hab ich das Reverend! Nicht... Reverend Swanson! Where'd you go? Hab ich nur so das Gefühl, oder wird der Arthur tatsächlich auch im Spiel dünner? Der kommt mir deutlich schlanker vor als am Anfang. Excuse me, I'm sorry. You see a drunken idiot, a priest, wandering about? Sure, we saw him, smelt him, and avoided him. He went that way, I think. Thanks. Guy looked kind of crazy, mister. Well, you have no idea. Okay, ich nehme lieber mein Pferd mit, oder? Je nachdem, wo der entlang gelaufen ist. Ach, mein Pferd hat sich selbst da hinten angebunden. Das ist sehr löblich, Pferd. Das ist sehr löblich und das ist der Grund, warum wir... Ja gut, das andere Pferd, dieses riesige... Get your hands off him! I didn't say a word! You'll keep! You stay out of it! Get your hands off him now, you son of a bitch! What the hell is your problem? He's with me! Oh my god, killed him! I'm gonna get the Was? Law on you! Ich hab den überhaupt nicht umgebracht! Ich hab den überhaupt nicht umgebracht! Das ist sowas von gelogen! Das ist sowas von gelogen! Hey, get back here! Ich hab den doch nur niedergeschlagen. Also ich hab jetzt wirklich nichts Böses gemacht. Ich hab den nur niedergeschlagen. Vielleicht muss ich auch nicht. Halte. Aha, Zeugen aufhalten. I said stop, damn it. Okay, okay. Please, don't hurt me. You tell anyone what you saw back there? You're a dead man. You understand me? Yep. I won't tell a soul. I promise. Good. Get the hell out of here. The last thing I needed. Warum glaube ich ihm nicht? Warum glaube ich ihm einfach nicht? Ich habe das Gefühl, gleich kommt sofort... Wieso wird denn die Kamera jetzt da oben? Reverend, hallo? Get off the damn tracks. Nein! Oh Mann, was ist denn mit dem los? Was ist denn mit dem Kerl? Hey, Reverend! Oh Gott. Das kann nur im Chaos enden. Das ist doch... Lass mich hier rauf! Und die Berge da hinten, wunderschön, aber hab keine Zeit dafür. Come on, my friend! It's just a simple mistake. You can still be saved. Nee. What have you done with your foot? It appears to like this place and wants to stay. Leute, da kommt ein Zug. Befreien. Oh Gott. Der ist aber erstaunlich schnell, der Zug. Thank you, sir. Oh no, you don't. What the hell is wrong with you? What the hell is wrong with you?
throwing me off a bridge like that? There was a goddamn train, you crazy bastard! Have I been bad again, Mr. Morgan? I'm sorry. I wish I was different. Let's get you home. Home? Yeah, that's a wonderful idea. I could have tea with Margaret. Margaret? Who's Margaret? But... Sag mal, ist der Reverend Swanson einer von denen, die mit uns rumziehen? Ist der im Lager? Den habe ich vorher noch gar nicht gesehen. Aber ich glaube tatsächlich, der gehört zu unserem Lager. Oh Gott. Ja, der gehört zu unserem Lager. Ja, super. Da haben wir ja genau den richtigen Priester für die Bande von Tunichguten, die wir da versammelt haben. Ach je. Na gut, er kann sich wenigstens auf einem Fell ausruhen. Was hast du ihm gesagt? Was hast du ihm gesagt? Typischen Geräusche, die jeder Betrunkene macht, wenn er erstmal an einem Punkt ist, wo er sich nicht mehr aufrecht halten kann. Und ich spreche da aus Erfahrung. A flush of diamonds. Ich glaube, viel zu sagen hat er tatsächlich nicht mehr. Na gut, wir können jetzt Poker spielen. Das heißt, so können wir unser Geld tatsächlich auch nochmal ein bisschen aufpushen, ohne dass ich dafür in der Welt rumgondeln muss. Dafür müssen wir nur die ein oder andere richtig gute Pokerhand haben. Und das ist natürlich eine absolute Glückssache, ne? Was Glücksspiel ja im Prinzip schon andeutet, dass es eben eine Glückssache ist. Deswegen würde ich da jetzt auch nicht unbedingt so viel Zeit verbringen. Da sind wir wieder. Binde dein Pferd an einen Pfosten an. Mache ich sofort. Langsam. Ja, wer ist ein gutes Pferd? Du bist ein gutes Pferd. So, komm mal mit. Komm mal mit zum Ausnüchtern. Wo soll ich ihn denn? In sein Bett. Aha. Okay, alles klar. Guck mal, Dutch, ich habe ein Geschenk mitgebracht. Freust du dich? I was wondering when he'd show up. Ach, der darf direkt neben dem Lagerfeuer schlafen. Das finde ich ein bisschen unfair. Ich darf nicht direkt neben dem Lagerfeuer schlafen, obwohl, ist vielleicht auch keine gute Idee, ablegen, weil da ist ja immer bis nachts Party. You better sleep your way to salvation, my friend. Oh, what happened? Just the usual. Poor bastard. Exactly. Well, thank you, Mr. Morgan. I'll keep an eye on him. He was lucky this time. Real lucky. Naja, er hätte auch sein ganzes Geld verlieren können. Das wäre nicht ohne Sünde ist. Nee, der Spruch geht anders. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Das ist ein anderer Spruch. Hab gerade nochmal ganz kurz drüber nachgedacht. Was wird hier gemacht? Hier wird, glaube ich, Domino gespielt, oder? Oder wird hier einfach nur gegessen? Always first in the food line, aren't you? You ain't far behind me. Apropos Essen. Gibt's denn hier vielleicht irgendwo nochmal einen guten Eintopf, den ich verspachteln könnte, hier hinten am Kochzelt? Ich weiß, den Eintopf gibt's nur alle paar... Ja, Sie können mir gerne mal getrost aus den Augen gehen. Was ist los? Okay, Mr. Morgan. Take that tone with me. Sorry, Mama. Hello, Mr. Morgan. All right. Now go get some rest. Alles gut hier? Ich kann mir vorstellen, dass das für ein Kind natürlich ein sehr abenteuerlicher Ort ist, um zu verweilen, aber eben auch ein Ort mit vielen, vielen Entbehrungen und mit sehr, sehr vielen Gefahren oder mit noch mehr Gefahren als Entbehrungen. Das ist gar nicht mal so leicht. Du gehst du weg von dem Eintopf. Ich glaub's ja wohl. Na gut, wir können ihn nicht daran hindern. Nun gut, wir haben den alten Pastor zurückgeholt. Der kann sich jetzt erstmal ausnüchtern. Ich glaube, wir haben noch den einen oder anderen weiteren Auftrag. Bevor ich den Auftrag von Dutch mache, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Dutchs Auftrag eventuell etwas ist, was uns dann auch in der Geschichte weiterführt. Da würde ich lieber nochmal gerne die ganzen anderen Sachen machen, die uns hier noch offen liegen. Wir haben tatsächlich auch die Möglichkeit... Ach, das ist nur die Stadt, die... Ah, okay.
Wir haben tatsächlich auch die Möglichkeit, im Prinzip die gesamte Karte schon zu bereisen. Also hier, wir können überall hin. Aber das macht im Augenblick noch keinen Sinn. Jetzt werden wir erstmal... Wenn der Herr Strauss so ankommt, hello, Uncle, da würde ich mir Sorgen machen. Da würde ich mir wirklich Sorgen machen, weil der Mann führt nichts Gutes im Schilde, aber wirklich auch gar nichts Gutes. Mein O'Driscoll-Sensor sagt mir gerade... dass hier keine O'Driscolls sind. Gut, das beruhigt mich ein bisschen. Aber ich habe jetzt immer das Gefühl, dass die echt hinter jeder Ecke lauern könnten. Und das tun sie ja auch. Und warum sind das so viele? Wenn ich mir angucke, wie viele in Dutchs Bande sind, ja, und wie viele O'Driscolls hier rumlungern, das ist ja nicht mehr normal. Easy. Oh, Entschuldigung. Keep clear the wagon, sir. Ja, oh mein Gott. Habt ihr das da gesehen? Was ist denn mit... Oh! Ah! Sons of bitches! Be quiet! You ain't going nowhere! I'll kill all of you! Will you just shut up back there? Ich hab die Kadaver hier liegen lassen und mit der Zeit sind die Kadaver hier verrottet. Yep. Das ist ja mal... Oh mein Gott, damit habe ich nicht gerechnet. Natürlich werden die dann mit der Zeit hier angefressen von den Tieren, von den Raben, von den Krähen und auch von anderen Tieren, die da unterwegs sind. Da habe ich nicht mit gerechnet. Und wenn der hier gerade schon mal so schön sein Pferd stehen lässt und jetzt auch nicht mehr in Reichweite ist, weil er jetzt der Kutsche hinterher rennt, statt einfach wieder auf sein Pferd aufzusteigen, kann ich hier irgendwas mitmachen? Kann man nicht irgendwie in den Sattel gucken und gucken, was da so drin ist? Sattel, ah, da, Satteltasche durchsuchen. Nein! Tierquälerei, Zeuge, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das stimmt gar nicht. Where are you going? Help! There anybody! We go. Help! Help! Anybody! Help! Take these damn ropes off of me! Sit tight. You're just a waste of time. Wie Ermittlung? Ich bin doch gar nicht mehr hier. Da hinten ist noch ein Zeuge. Oh, das gibt's doch nicht. Wie viele Zeugen sind denn hier? Wie Tierquälerei. Ich hab nichts. Mein Hut. Ups. Zeuge an. Ich hätte ihn aufhalten sollen. Ich hätte ihn aufhalten sollen und nicht. Was mache ich hier? Ich wollte doch nur eine Quest erfüllen. Arthur, was tust du da? Arthur, hör auf damit. Stop, damn you! So, wir haben keinen Zeugen mehr. Ich, aber er hat auch oft, also er geht nicht mehr und da hinten, der hat sich gerade frei gemacht. Das heißt, ich kann meinen Hut wiederholen. So, ganz wichtig, dass der Hut wieder da ist. Ich wollte, das war eine Reflexreaktion, weil es mich getreten hat, Mensch. Ich weiß, das war ein bisschen übertrieben, aber ich wollte doch nur in die Satteltasche. Ich wollte doch gar nichts Böses. Gold Nugget! Okay, da sag ich, und Gin, da sag ich nicht nein. So, lauf mal lieber weg hier. Bevor ich gleich noch wütend werde. Und niemand möchte sehen, was passiert, wenn der Arthur wütend wird. Puh, gerade noch rechtzeitig. Da kamen nämlich schon zwei weitere Zeugen, die ich dann auch wieder... Okay, man muss ja auch mal ein bisschen rumspielen dürfen, ne? Der... Ja, ich... Manchmal... Oh, jetzt fängt es an zu regnen. Ich glaube, das Land ist traurig über das, was es hier sehen musste. Ein toter Fuchs. Ein totes Pferd. Zwei eingeschüchterte Zeugen, die ich nicht mit dem Lasso fangen muss. Ich meine, das hilft auch, wenn man die fängt und fesselt, dann scheinen die auch keinen Bedarf mehr zu haben, irgendwas zu erzählen. Man kann aber auch tatsächlich einfach hinterherrennen und sagen, mach das mal lieber nicht, mein Freund. Ich hätte sie auch noch ausrauben können, aber naja, naja. Was ist denn das da hinten? Das sind Rehe, oder? Nee, das ist ein Pferd. Na gut. Ich würde ja wirklich mal interessieren, was denn hier so bei diesen Begegnungen am Wegesrand... Nicht hier die Klippe runter, bitte. Was denn hier bei diesen Begegnungen am Wegesrand eigentlich möglich ist? Oder sind das immer nur so Begegnungen, wo man Leute quasi ausrauben könnte?
Natürlich doof, wir haben jetzt ein bisschen Reputation verloren, weil ich da das Pferd erschossen habe. Das hätte ich nicht tun sollen. Oh, die Partner. Alles gut bei euch? I ain't in the mood for taking in no stray dogs. On with it. Run away while you can. You don't like visitors, huh? Ich glaube, die mögen wirklich keine Besucher. Listen up, idiot. Ihr habt es genau gesehen, er hat angefangen. Er hat angefangen, ich war es nicht. Ja, ich will jetzt nicht auf den einschießen, weil ganz ehrlich, dann verlieren wir schon wieder Reputation. Und ich bin gerade sehr froh darüber, dass wir eine gute Reputation haben, denn wir haben dadurch in Valentine ausgesprochen gute Preise, die uns tatsächlich dabei helfen, erstens schneller an Geld zu kommen und zweitens unsere Waren, die wir brauchen, günstiger einzukaufen, als das normalerweise der Fall wäre. Und ich glaube sogar, wenn man eine sehr, sehr schlechte Reputation... Das macht mir gerade ein bisschen Angst, ne? Ihr kennt das alte Sprichwort. Wenn man eine sehr schlechte Reputation hat, dann sorgt das tatsächlich dafür, dass die Leute gar nicht mehr mit einem reden wollen. Beziehungsweise, dass man gar keine Möglichkeit mehr bekommt, einzukaufen in den entsprechenden Läden. An welchem Ende der Welt hat sich denn der Hosea hier niedergelassen? Beziehungsweise, wo hat er denn hier seinen Auftrag? Das ist diese Farm, die wir schon mal besucht haben, oder? Hier haben wir doch Schulden eingetrieben. Wenn ich mich da recht entsinne. Und war das nicht auch die Ranch, wo es hieß? Ah, der ist da hinten irgendwo in der Scheune. Ist mir das englische Wort wieder eingefallen, die Barn, aber nicht das deutsche Wort. Jemand zu Hause? No doubt. I do interesting very well. It's trusting I don't do so well. Please. I know how to work with good people, Seamus, and I work in the right way. Well, they all say that. I never met an idiot that called himself one. Arthur, this is Seamus. He's our new partner. I ain't no such thing. Prospective new partner, if he likes us. Liking ain't the problem. Trusting is, as I said. Keep your voices down. I don't want my boss hearing. This is a sideline. Of course. Look at us. Honest as the day is long. Exactly. I'll tell you what. Let us prove ourselves. Prove ourselves? To this clown, what you talking about? Good day, Hosea. Good luck with your business dealings. Listen, he's rough and ready and quick with his tongue, but I swear you can trust him and trust me. I'm an old man. You're not old, Seamus. I'm old enough. And you know why I ain't dead? You don't trust idiots. Exactly. We're not idiots. Let us prove it to you. Okay. I'll tell you what. Arthur. Old Bob Crawford and his boys just bought a beautiful stolen stagecoach from upstate. It's in their barn. Now you go get that, and then we can work together. Who's old Bob Crawford? An acquaintance of mine. So you want us to take out your competition? Well, he's not just an acquaintance, but a cousin by marriage. I also want to see if you boys got what it takes. Now you survive that. Where is he? Well, he's in a farmhouse just northwest of here called Carmody Dell. It's just up the train tracks as you're heading up towards Fort Wallace. There's also some money in that house, but that's your business, not mine. But don't kill nobody. Folks know we ain't intimate no more, and they'll know it was me. But you're fine with us robbing your cousin. By marriage. And yes, I'd love it. You heard the man. Let's go rob his cousin. By marriage. Aber das heißt, wir dürfen niemanden töten. Das macht mich gerade ein bisschen... Really? Really. Lead the way. He said the place is just northwest of here. Me? You're the one who's been out gallivanting around here. That's what you call it. Well, clearly you've recovered from your bear encounter. Er geht nicht nach Carmody Dell. Ja gut. Also wir sollen Kutschen stehlen. Ich verstehe. Oh, die Musik. Die Musik. Could have played that better, couldn't you? Thought you wanted me here to show some strong arm. That's usually how it goes. Yes, but you know how this works. Come on, Hosea. That feller's a joke. And that's why he's perfect. He won't cause us any problems. A safe spot to fence wagons and coaches? That's easy money for us. I guess you're right. Come on, it's not like he's asking us to rob a bank. If the two of us can't steal a stagecoach from Seamus's old crooked cousin by marriage, we should hang up our hats now.
Oh, tippe im Rhythmus des Galopps deines Pferdes auf Linksshift, um Ausdauerverlust zu verhindern. Mhm. So, what's the story with that Emerald Ranch? You find out anything else? A little. Owner's a nasty type by all accounts. Seamus is sure scared of him. That's not saying much. Something strange about the place. Used to be a saloon there, general store. Now it's all closed up, but they seem to have money. Sounds worth a look around. For sure. Seamus also mentioned the rancher's daughter a couple of times. How he used to see her around all the time, but now she never leaves the house. Probably just sweet on her. That what you call finding out a little? Once he opens up, seems Seamus does like to talk. Hopefully not too much. Ja, die Story haben wir ja auch schon gehört, dass die Tochter des Ranchers, also des Besitzers dieser Ranch, sich nur noch im Haus aufhalten soll von der jungen Dame, die wir da mitgenommen haben, die zufälligerweise auf der Emerald Ranch gearbeitet hat. Ich glaube, das ist es wert, das mal rauszufinden und der jungen Dame vielleicht mal einen Besuch abzustatten und herauszufinden, warum sie jetzt nur noch da oben sitzt. Und wir wissen ja auch schon, dass da eine Schießerei offenbar im Saloon war. Davon hat sie zumindest erzählt. Jetzt kann ich nicht mehr mit ihm reden. Schade. Da war noch ein zweites Thema, über das ich gerne mit ihm geredet hätte. Na gut, komm, wir geben mal ein bisschen Gas. Huch, was ist... Nein! Easy. Ihr seht das, ne? Ja, man sollte nicht auf die linke Shift-Taste tippen, weil dann passiert nämlich genau das. Die Einrastfunktion möchte sich anschalten. That must be the place up ahead. We should go on foot from here. Aber ich nehme trotzdem mein Gewehr mit. Let's see what we're dealing with. Come on. There's the house. I see the barn in the back. Stagecoach has to be in there. Und das Gewehr ist nur für alle Fälle. Nur für alle Fälle, wenn eine Schießerei losgehen sollte, dass wir nicht ganz wehrlos sind. Okay, let's take a quick look at the place. Habe ich nicht auch ein Fernglas? Halte Tab. Ah ja, ich wollte gerade sagen, ich habe auch ein Fernglas. Hier. Mhm. You see anyone? Nope. Okay. I reckon we could do it now. Sneak in, I'll get the coach. You can try the house. Or wait until morning, when I'll head over, distract them by putting on a little show. While you sneak into the house, find what you can, and then get the stagecoach. What do you think? Ich glaube, wir machen das lieber bei Nacht. Let's do it now. All right. I reckon we're ready. Let's go. Maybe take a peek through the windows before you go in. Make sure it's all quiet. Ich habe das Gefühl, wir werden da nicht so reibungslos durchkommen. Da muss doch irgendjemand sein, der aufpasst, oder? Ich nehme mal an, da hinten in der Scheune wird das Ganze, wird die Kutsche sein. Die wird ja nicht im Haus stehen, sondern eher in der Garage. Das, was man damals so Garage nannte. Eine sehr abgelegene Gegend hier. Das kann ich mir auch, also das stelle ich mir auch ein bisschen, naja, unwohl vor, wenn man so abgelegen wohnt. Dass, wenn was los ist, im Prinzip nur das eigene Gewehr helfen kann. Aber das macht natürlich den amerikanischen Traum aus, quasi, sich irgendwo in der Wildnis ein Haus zu bauen. Hoffentlich kommt da niemand raus. So, ich soll durch die Fenster gucken? Nicht so schnell. Hier sind keine Fenster. Ach, ich soll da... Wieso ist die Maus schon wieder da oben? Ach, wenn die... Och, das gibt's doch nicht. Okay. Können wir hier irgendwas machen an dem Ding? Das sah aus wie eine Truhe. Hat mich so ein bisschen an Drakensang erinnert. Truhen plündern und Fässer zerdeppern. Aber nein, anscheinend nicht. So, hier durchs Fenster gucken, wirklich?
keiner zu sehen, aber ich höre Schnarchen. Soll ich da wirklich rein? Gegenstände im Wert von $45. Das verspricht ja ein Spaß zu werden. Kentucky Bourbon, den könnte ich doch direkt mitnehmen. Aber darf ich anscheinend nicht. Weil ich noch zu viel Kentucky Bourbon in meiner Tasche habe. Daran wird es wohl liegen. Sollte ich mal wieder trinken. Ich glaube, damit hat sich das Ganze schon erledigt. Ich könnte jetzt noch weiter hier suchen, Möhre mitnehmen. Hier ist noch eine Truhe, aber ehrlich gesagt mit den $150 hat sich die Sache, glaube ich, schon... Perlenkette, her damit. Oh, eine Geldscheinklammer auch noch. Nochmal $13. Hier könnte viel Geld drin sein, hier könnte viel Geld drin sein. Ich wusste nicht, dass der hier... Ich dachte, der schläft oben. Ich hätte vielleicht auf der anderen Seite noch durchs Fenster gucken können. La 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 la. Ich muss jetzt leider durchsuchen, weil ich die Vermutung habe. Okay, da gehe ich jetzt nicht hin. Da ist zwar auch noch eine Truhe, aber da gehe ich jetzt nicht hin. Der wacht doch auf, wenn ich die Truhe aufmache. Dann lieber mit dem abhauen, was wir jetzt haben, als das nachher nochmal zu versauen. Hallo? Get on, dear boy. Und ich mache jetzt auch nicht schnell, also von wegen Peitschenknallen und so weiter. Schrei doch nicht so, dass die da drin nicht aufwachen. So, und jetzt ab dafür. Schnell weg! Das waren $150 und eine Kutsche, aber ich bin mir sicher, die werden uns verfolgen. Die werden uns... Das kann... Oder auch nicht? Weil wir das jetzt in der Nacht gemacht haben, hatten wir dadurch jetzt den Vorteil. Jetzt würde ich gerne wissen, was in der Truhe noch bei dem oben lag. Da waren bestimmt auch wieder irgendwie $13 oder sowas. Aber $150? We got everything we needed. And I'm pretty sure they never even knew I was there. Best way. Less problems the better right now. Just need to get this back to Seamus in one piece and it's a good night's work. Eine Nacht ehrliche Arbeit? Also so ganz so ehrlich? Able to lift from the house. Found some money stashed away. Be a few hundred, not too bad. Not bad at all. This was easier than hunting a 1,000-pound grizzly anyway. No doubt. I won't forget that in a hurry. I'm looking forward to your retelling of that one around the campfire. It wasn't the first time Mr. Matthews had stared death in the eye. And as usual, he did not flinch. Exactly. How long you think we're gonna stick around here for? Not sure. Until we can't, I suppose. Feels like we're starting to get back on our feet, slowly but surely. Just need to keep at it. Okay, here we are. Just pull the coach into the barn there. Slow up now. Ah, da macht er auch schon die Scheune. Ah, sehr gut. Yep. Dann machen wir trotzdem ein bisschen langsamer, weil ich will jetzt auch nicht die Kutsche quasi direkt vor dem Ziel Hello, gegen Seamus. Die Scheune setzen. We met your cousins. How was it? Fine. Nice people. Park that thing in here. Quickly. Nice work, Hosea. It was mostly Arthur. Like I said, coarse but competent. Here. Thank you. If you find any other coaches that need selling, I'll see what I can offer you for them. But discreet, you know. Of course. Goodbye, gentlemen. I'm heading back to camp, I think. You coming? Ich reite noch ein bisschen rum. I'll catch up with you later. Okay. Stay out of trouble. Wie viel Geld haben wir denn jetzt verdient? Beuteanteil 150, dein Anteil. 82 ist mein Anteil.
Das ist nicht schlecht. Du kannst jetzt gestohlene Wagen an Seamus beim Hehler auf der... Kauf gestohlene Wagen an. Besuche Hehler, um Wertsachen zu verkaufen, illegale Waren zu kaufen und ein Amulett oder ein... Oh, warte mal. Wir gucken mal gerade beim Hehler vorbei. Das heißt, wir können hier... Wir können jetzt Wagen stehlen und sie hier verkaufen? Ich bin glücklich. Ich würde gerne wissen, wie viel Geld das dann gibt pro Wagen. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht so viel sein, aber mit Sicherheit mehr als der Verkauf von irgendwelchen Fällen. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass der Verkauf von gestohlenen Wagen oder die Wagen überhaupt zu stehlen, weil in den allermeisten Fällen haben Wagen einen Besitzer. Und die dann zu stehlen, wird wahrscheinlich unserem Ruf nicht wirklich gut tun, oder? Ist nur so eine Vermutung. Was ist denn da jetzt gerade passiert? Bin ich da jetzt drüber geritten? Nagetier. Ist ja gar nicht tot. Ist wahrscheinlich ein Opossum. Ah. Kopfgeldjäger. You robbed and murdered your way across half the country. It's all lies. I ain't never been more than 5 miles from home. You keep lying. You gonna make me angry, boy. Manchmal habe ich das Bedürfnis, mit Arthur eigentlich einfach wirklich Rampage zu gehen und überhaupt nicht mehr darauf zu achten, wie unser Ruf ist und einfach dann in solchen Situationen die beiden abzuknallen, mir den Typen zu schnappen und ihn eventuell sogar selber abzuliefern. Das wäre wahrscheinlich sogar die bessere Methode. Das wäre wahrscheinlich, da würde man wahrscheinlich mehr erleben, anstatt hier immer zu versuchen, der Good Guy zu sein. Na gut, vor diesem wundervollen Panorama mache ich heute mal meine Androhung wahr. Es sind jetzt nicht ganz 30 Minuten geworden, ein bisschen mehr ist es schon, aber ich will da auch nicht so genau darauf achten. Nichtsdestotrotz werden wir in der nächsten Folge weitermachen und schauen dann mal, was Dutch eventuell noch für uns hat, denn ja, ich glaube, das ist dann wirklich die Hauptmission, die jetzt nochmal so ein Stück weiterführt. Vielleicht haben wir ja auch noch eine andere, da unten sehe ich noch eine Mission, wo wir eventuell hingehen können. Gucken wir einfach mal. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei und ich sage einfach mal, bis gleich. Tschüss.